haben uns schon Sorgen gemacht, Herr Kröger. Bis jetzt bin ich ja immer wieder zurückgekommen, oder? Ja, aber ziemlich lang waren Sie doch weg. Bis Kleinstetten bin ich gekommen. Ich habe überlegt, weil da eine Gewitterfront lag, ob ich nach Braunschweig ausweichen soll. Aber dann bin ich lieber wieder zurückgeflogen. Ja, das hätte aber ins Auge gehen können. Ach was, alter Schwarzmaler. Sorgen Sie für die Maschine, Fritz? Ja, natürlich, Herr Kröger. Danke. Aber das ist doch zu viel, Herr Kröger. Ach was, lassen Sie mal. Danke. Danke, Herr Kröger. Charlie, mach mir eine Bloody Mary. Also das macht mich immer glatte 20 Jahre jünger, sein Stündchen unter den Wolken. Wo bist du denn diesmal rumgegurkt? Nach Norden und dann immer geradeaus. Ist ja mal so ein Gewitter gewesen. Ach, auf die Wetterfrösche höre ich sowieso nicht mehr. Seitdem die sich das Ding mit der Vorhersage vor 3 Monaten geleistet haben. Vielleicht fliege ich morgen. Das Wochenende fängt ja gerade erst an. Charlie, was ist denn? Ich glaube, ich habe was bestellt. Kommt gleich, Herr Kröger. Oh, guck dir den an. Wer ist das denn? Moment. Das sieht aus wie Elebracht. Klar, das ist Elebracht. So falsch kann nur Elebracht fliegen. Also, dass dem noch nichts passiert ist. Einmal passiert jedem was, früher oder später. Auch Elebracht. Scheiße. Ach, du lieber Himmel. Au! Verdammt nochmal. Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht. Haben Sie vielleicht einen Keilriemen dabei? Nein. Lassen Sie doch mal sehen. Verstehen Sie denn was davon? Ich habe einen Pannenkurs mitgemacht. Und? Ja, stimmt. Der Keilriemen. Ah. Tja, könnten Sie mich vielleicht abschleppen? Warten Sie mal. Entschuldigung. Verzeihung, was... Nylonstrümpfe. Haben Sie noch nichts davon gehört? Aber hören Sie, Sie können mir doch nicht einfach Ihre Strümpfe... Ach, das ist doch selbstverständlich. Außerdem will ich jetzt wissen, ob das wirklich funktioniert mit den Strümpfen. Ja. Und jetzt? Ja, Sie müssen den Strumpf auf die Länge des Keilriemens zusammenknoten. Mhm. Augenblick. So. Ja. So? Mhm. Ja, so müsste es ja nicht gehen. Sie haben sich ja die richtige Gegend für Ihre Panne ausgesucht. Wenn ich nicht vorbeigekommen wäre, stünden Sie morgen noch da. Das ist eine Abkürzung. Ich habe mich dran gewöhnt, durch den Wald zum Flugplatz zu fahren. Ach, dem Sportflugplatz da hinten? 3 Kilometer weiter? Ja, ja. Genau der. Sie fliegen? Ja, ja, hin und wieder. Haben Sie eine eigene Maschine? Viel zu teuer. Nein, nein, der Club, der Aero-Club hat ein paar Maschinen. Die kann man leihen. So. Ja. Mal sehen, ob es funktioniert. Tatsächlich, es funktioniert. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll, gnädige Frau. Fräulein Balsen. Und gnädige Frau schon gar nicht. Ja, also, Fräulein Balsen. Fliegen Sie mal mit mir? Fliegen? Ja, fliegen. Ja, also gut. Fliegen wir. Übrigens, die Sache, die ich damals mit Gernwald vom Stadtrat eingefädelt habe, ist glatt über die Bühne gegangen. Wir können das Gelände für weitere 30 Jahre pachten. Und die Umgehungsstraße wird woanders gebaut. Ja, das ist ja prima. Aber... Da waren wieder mal ein paar Beschwerden von den Leuten aus der Siedlung. Naja, wegen dem Lärm am Wochenende. Ah, ich muss mal mit denen reden. Haben die vielleicht schon eine Bürgerinitiative oder sowas Ähnliches gegründet? Nee, nee, dazu sind die sich doch zu fein. Wenn wir wieder mal einen Tag da auf eine Tür machen, können sie alle umsonst fliegen. Ja. Da wird ihnen das Nörgeln schon vergehen. Guck dir das mal an. Was? Benra, da draußen. Hey, nanu. Die Dame ist doch gar keine von uns. Da sollte Benrad nun doch noch auf den Geschmack gekommen sein. Ja, irgendwann findet wohl jeder mal raus, dass es Männer und Frauen gibt. Ich frage sich nur, ob Benrad aus der Erkenntnis auch die richtigen Schlüsse zieht. So habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Es ist das erste Mal für Sie? Als Kind bin ich mal geflogen nach Mallorca. Aber daran kann ich mich kaum noch erinnern.
kann es lernen. Wenn man ein bisschen Übung hatte, ist das nicht schwerer als Autofahren. Toll. Richtig toll. Und alles für einen einzigen Nylonstrumpf. Wie das Leben so spielt, ne? Die wertvollsten Erfahrungen sind am billigsten. Warum fliegen Sie ja, Benrad? Weil es mir Spaß macht. Wann haben Sie das denn gemerkt? Warum interessiert Sie das? Ich glaube, man kann richtig süchtig werden danach, nein, oder? Süchtig? Das ist ein bisschen übertrieben. Ne? Aber manchen hat die Fliegerei gar nicht mehr losgelassen. Bis zum Ende. Wie meinen Sie das? Na, bis Sie runtergekommen sind, wie ein Stein. Abgestürzt. Johansson wird auch immer besser. Er kommt halt in die Jahre. Gestern Nacht hat er wieder mal durchgesoffen. Seinen Freunden oder wie er die Burschen nennt, die er immer mit in die Wohnung schleppt. Bis drei habe ich mir die Sache anhören müssen. Weißt du, wie dünn die Wände sind? Das sollte mal jemand bei mir probieren. Das heißt, meistens bin ich ja gar nicht da, nachts. Schrecken der Ehemänner und Trösten der Witwen und Waisen. Ne? Und? Man muss eben nehmen, was man kriegen kann. Apropos, was war das für ein Käfer, mit dem du da auf dem Flugplatz warst? Zufallsbekanntschaft. Sie hat mir aus einer Verlegenheit geholfen. Verlegenheit? Ich bin mit dem Wagen liegen geblieben. Ist es deine neue Masche? Nein. Entschuldigung, wenn ich frage. Ach, das macht nichts. Verheiratet? Was weiß ich? Ich habe sie am Samstag gerade eine halbe Stunde gekannt. Hat dir wenigstens der Rundflug gefallen? Natürlich. Wem gefällt sowas nicht? Ich muss demnächst mal mit dir geschäftlich sprechen. Worum geht's? Das Finanzamt will mir die Umsatzsteuer nicht mehr länger stunden. Gerade jetzt, wo ich das Geld dringend brauche. Um wie viel geht's denn? Insgesamt ist es wohl fast 1 Million. Also sei froh, dass Sie bis jetzt überhaupt stillgehalten haben. Ich habe das Geld angelegt. Ich kann da nicht einfach 1 Million aus dem Geschäft abziehen. Deine Kapitaldecke ist zu dünn. Das habe ich dir aber schon seit Jahr und Tag gepredigt. Ich dachte, wir tüfteln was aus. Liquiditätsengpass, Arbeitsplätze, Wirtschaftslage und so weiter. Dann testierst du das als Steuerberater und ich habe wieder ein bisschen Luft. Ja, und wenn du mit deiner zwielichtigen GmbH mal hochgehst, dann bin ich wegen Beihilfe dran, ne? Oh, Benrad, du komm, stell dich doch nicht so an. Wenn wir hochgehen, bock dich mein Anwalt raus. Nein, im Ernst. In einem halben Jahr geht's mir und meiner Firma wieder erstklassig. Dann zahle ich auch wieder pünktlich meine Steuern. Hast du Mittwoch Zeit? Also in Gottes Namen, ja. Gegen 2:30? Okay. Ja, ich dachte, ich schau mal vorbei. Stört dich? Nein, komm rein. Gut siehst du aus. Ja, ich lasse es jetzt ein bisschen ruhiger angehen mit der Arbeit. Das hättest du dir vielleicht früher überlegen sollen. Ich glaube, das hätte nichts geändert. Fangen wir schon wieder an zu streiten, ja? Jetzt sage ich nein und du ja und ich halt den Mund und du hast mir überhaupt nichts vorzuschreiben und naja, dann sind wir wieder mittendrin. Ne? Du hast nichts vergessen. Ja, das hat ja auch 3 Jahre lang gedauert, ne? Jetzt übertreibst du aber. Jetzt fange ich schon wieder an. Magst du einen Kaffee? Nein, danke du. Ich wollte nur mal fragen, wie es dir geht. Gut. Immer noch die Boutique, habe ich gesehen. Ja, immer noch. Im Augenblick machen wir die Herbstkollektion, Ausstellungen, Modeschauen besuchen und so weiter. Tja, und sonst? Auch gut. Gibt's jemanden? Oder bin ich indiskret? Wir sind ja schließlich nicht verheiratet. Ich habe ein paar nette Freunde. Ein paar gleich? Ja, ein paar. Einige. 2, um genau zu sein. Und ich bin glücklich. Ja, natürlich weiß der eine nichts vom anderen. Natürlich. Ja. Ich weiß doch, wie leicht Männerstolz in die Brüche geht. Du bist immer noch allein? Bis jetzt, ja. Du solltest dich nicht so vergraben, Dieter. Du kannst wirklich ein ganz lieber Kerl sein, wenn dich nur ein bisschen anstrengst. Ich möchte mich aber nicht anstrengen. Immer noch der gleiche Dickkopf. Na komm. Zieh nicht so ein Gesicht.
stelle mir das schrecklich trocken und nüchtern vor. Steuerberater und alles, was mit dem Finanzamt zusammenhängt. Ja, es hat was von einem Betrüger an sich. Wenn man dies und jenes auf dem einen Konto gut schreibt, von dem anderen abzieht und hinterher ein dickes Minus unterm Strich hat, während im Tresor die Geldscheine sich nur so stapeln. Ach, jetzt übertreiben Sie aber. Naja, natürlich. Sicherlich übertreiben. Krumme Touren darf ich mir gar nicht erlauben. Ich muss mich nur in die Mentalität des Finanzbeamten hineinversetzen und mir überlegen, wie kriege ich ihn dahin, dass er mir die ganze Geschichte glaubt. Dann können Sie sicher gut mit Menschen umgehen. Oh, wie man es nimmt. Meine Ex-Frau meinte ich jetzt nicht gekonnt. Sie waren schon mal verheiratet? Einmal, ja. 5 Jahre lang. Ich weiß nicht, was man so sagt, ich meine, in so einer Situation. Das ist wirklich komisch, was die Leute sagen. Die einen beglückwünschen mich, die anderen drücken ihr Bedauern aus. Ich glaube, ich werde niemals heiraten. Warten Sie, bis der Richtige kommt. Wie klump das klingt. Entschuldigung. Das wollen Sie doch nicht zu entschuldigen. Ich fand nur, dass es wirklich plump klingt. Ja, also irgendwie geht mir die Gabe zur geistvoller Unterhaltung ab. Finde ich gar nicht so schlimm, wirklich nicht. Da haben Sie Lust, noch woanders hinzugehen? Ja. Sag mal, kannst du mir die Cessna am nächsten Freitag frei halten? Am Freitag? Ja. Muss was Dringendes erledigen. Ja, mal sehen, was sich machen lässt. Sag mal, hast du Schwierigkeiten? Wer sagt das? Ach, man hört einiges. Was hört man? Wer hat dir was erzählt? Ach, hör mal, du weißt doch, was für Scheißhausparolen immer kursieren. Ich habe gehört, dass du mit deiner Firma in Schwierigkeiten bist, wegen der Steuern und so weiter. Wer verbreitet denn so einen Quatsch? Wer war das? Ich weiß wirklich nicht, Hannes. Na, vorgestern bei Fairbring auf der Gesellschaft haben wir mal kurz darüber gesprochen. Der junge Hans von der Finanzdirektion, ja, der hat was fallen lassen, dass es in seinem Bezirk einige säumige Schuldner gibt. Und dem werde ich was erzählen, wenn ich ihn zu fassen kriege. Er hat mir selber die Stundung unterschrieben. Ach, wie gesagt, es war nichts als heiße Luft. Du weißt selber, wie gefährlich plötzliche Luftbewegungen sind. Oh, sieh mal. So jung und so allein? Da werde ich mich doch glatt drum kümmern müssen. Ja. Charlie? Bring der Dame mal einen Ginfiss auf meine Rechnung. Sofort, Herr Kröger. Sie warten sicher auf Benrath. Ja, woher wissen Sie das? Kröger. Hannes Kröger. Ich habe Sie letztes Mal gesehen, als Sie mit Benrath geflogen sind. Vielen Dank für den Drink. Ah, ist das selbstverständlich. Kennen Sie Benrath schon lange? Wir haben uns hier verabredet. Ich wollte gegen 4 Uhr kommen. Ah, Sie wollen fliegen? Ja. Gefällt es Ihnen? Über den Wolken? Ihnen doch sicher auch. Natürlich. Wir können auch mal zusammen fliegen, wenn Sie Lust haben. Ich werde darauf zurückkommen, wenn ich Lust habe. Womit haben Sie sich Ihren schicken Wagen verdient? Mit meiner Händearbeit. So? Ich schreibe. Ein Liebesroman. Für die Zeitung. Ich bin Journalistin. Doch nicht etwa bei unserem stocklangweiligen Tageblatt? Ich bin frei. Freier Journalist heißt das. Und Sie? Öl. Öl? Sind Sie ein Scheich? Mir gehören ein paar freie Tankstellen. Interessant. Wenn ich mal Benzin brauche, werde ich darauf zurückkommen. Hallo. Oh, hallo Dieter. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ja, ich finde das zu spät. Kommst du? Ja, natürlich. Guten Flug. Danke. Warum bist du noch nicht verheiratet? Sollte ich denn? Das ist eine attraktive Frau. Soll ich mich deswegen von einem Mann einfangen lassen? Also ich weiß nicht, ob einfangen das richtige Wort dafür ist. Oh, ich finde schon. Jedenfalls bin ich bis jetzt auch ohne Ehering ganz gut zurechtgekommen. Und was haben deine Freunde dazu gesagt? Ich meine, ich bin doch nicht der Erste, der dich danach fragt. Nein, der Erste bist du nicht. Und? Wir haben uns immer arrangiert. Und es ist auch immer eine schöne Zeit gewesen. Ah, sowas wie Urlaub. Ach, du bist verrückt. Warum zerbrichst du dir den Kopf? Weil ich dich mag. Ich hab dich auch gern. Aber ich zerbreche mir nicht den Kopf darüber. Warum müsst ihr Männer euch immer Gedanken machen? Also, als ich dich da mit Hannes gesehen habe. Ich weiß nicht.
Ich habe kein Recht, eifersüchtig zu sein. Nein, das hast du wirklich nicht. Ich bin schließlich erwachsen. Kennt ihr euch schon lange, Hannes und du? Ich bin sein Steuerberater. Ja, das weiß ich. Wir kennen uns seit, ich glaube, seit 7 Jahren. Er ist zu mir gekommen, als er seine Firma aufgemacht hat. Freunde sind wir wohl nicht. Eher Kumpel. Magst du ihn nicht besonders? Sei vorsichtig bei ihm. Er benutzt Frauen und wirft sie dann weg. Warum sagst du das? Ich weiß es. Ich habe es ihm niemals gesagt, dass ich ihn und Tanja, das ist meine Frau, damals gesehen habe. Du hast ihn? Weil er dir deine Frau weggenommen hat? Nein, das ist so einfach ist es nicht. Zwischen Tanja und mir, da war es damals schon lange aus. Aber das ist mir jetzt richtig klar geworden, als ich die beiden gesehen habe. Es hat nur ein paar Wochen gedauert, dann war alles vorbei zwischen den beiden. Was hältst du von Hannes? Er ist ziemlich von sich selbst eingenommen, ja? Das kann man wohl sagen. Das kein Zufall ist. Herr Kröger. Sagen Sie Hannes zu mir. So alleine heute? Ist das verboten? Ich dachte... Was? Nichts. Dieter interessiert sich nicht besonders fürs Theater. Ah, da schlägt seine Beamtenmentalität wieder durch, was? Ich finde das gar nicht so schlimm. Wartet er auf Sie? Warum? Oh, wir könnten noch ein Gläschen zusammen trinken. Und wenn er nun auf mich wartet? Da könnten wir trotzdem noch ein Gläschen trinken. Sie wissen anscheinend, was Sie wollen. Sie nicht? Viel Eis? 2 Stückchen. Damit Sie mich nicht falsch verstehen. Bernhard ist mein Freund. Ich weiß. Ist ja alles in Ordnung. Cheers. Cheers. Man kann anscheinend mit Öl und Benzin eine ganze Menge verdienen. Wenn man sich anstrengt. Dann ist also an den Gerüchten nichts dran. An welchen Gerüchten? Dass Ihre Firma kurz vor dem Zusammenbruch steht. Wer behauptet das? Einige Leute. Da ist natürlich kein wahres Wort dran, aber wir sollten nicht vom Geschäft reden. Richtig. Dazu werden Sie mich kaum eingeladen haben. Sie sind eine recht selbstständige Frau, oder? Als Journalistin müssen Sie sich sicher durchsetzen können. Oder im richtigen Moment Leine ziehen. Man bekommt einen Riecher dafür, wenn es sich lohnt, an einer Sache dran zu bleiben. Ich habe eine Schwäche für selbstständige Frauen. Darf sie nicht sagen. Die spielen wohl gern. Nachlaufen, abschlagen. Katz und Maus. Haben Sie Lust auf eine Partie? Wenn du mir noch was zu trinken machst, kann ich es mir überlegen. 2 Stückchen Eis? Kein Eis. Bernhard? War die Kripo schon bei dir? Hannes? Bist du das? Nein, verdammt nochmal, was ist denn los? Haben Sie dich doch erwischt? Verdacht auf Steuerhinterziehung. Gestern habe ich Konkurs angemeldet. Du hast was? Ich habe jetzt nicht groß rum, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wegen der Umsatzsteuersache und wegen der Mineralölsteuer. Außerdem Konkursvergehen, aber das betrifft dich nicht. Ja, ich habe dir ja immer gesagt, oh Herrgott, nochmal, ich häng doch in der Umsatzsteuersache mit drin. Du nicht, wenn du tust, was ich dir sage. Ich weiß dich da jedenfalls nicht rein, wenn sie mich überhaupt kriegen. Hör zu. Die Sache ist noch nicht publik.
geh zur Finanzdirektion und zieh dein Testat zurück. Das für die Steuerstundung. Damit bist du raus. Ja, bitte. Du hast in gutem Glauben gehandelt, dir sind Zweifel gekommen und du willst die Sache in Ordnung bringen. Ist das klar? Hannes, ich kann doch nicht einfach dahin gehen. Bei der Gelegenheit kannst du gleich mal rumhören, was da gegen mich anhängig ist. Ich habe mich abgesetzt. Hab keine Verbindung mehr zu der ganzen Sache. Aha, ja, wo bist du jetzt? Unwichtig. Wenn sie dich verhören, kannst du ruhig alles auf mich schieben. Das macht gar nichts. Solange du nichts über meine privaten Vermögensverhältnisse sagst, ist alles in Ordnung. So, willst du jetzt einen Start machen? Weißt du, ich gehe wegen ein paar lumpiger 100.000 Mark in den Knast? Also, ich melde mich wieder. Ja, Hannes! Wer hätte das gedacht? Unser lieber Fliegerkamerad Krüger, ein Betrüger, ein Verbrecher, ein Gangster. Ein Schandfleck auf der weißen Weste unserer sozialen Marktwirtschaft. Früher oder später musste das ja so kommen. Und du? Wie kommt es eigentlich, dass du da nicht mit drin hängst als sein Steuerberater? Ja, Hannes hat sein eigenes Süppchen gekocht. Ich habe von den meisten Sachen keine Ahnung. Na hör mal, der hat 12,5 Millionen Mark Schulden gemacht insgesamt und davon hast du nichts gewusst? Nein, kein Schimmer. Das heißt, gewusst habe ich von den Schulden, aber nicht, wie sie zustande gekommen sind. 1,25 Millionen Mark hat er an Umsatzsteuer hinterzogen. 7 Millionen rund hat er bei der Mineralölsteuer gemauschelt, indem er sie einfach nicht bezahlt hat. Und für die restlichen Millionen hat er Kredite aufgenommen. Also langsam frage ich mich, warum das Finanzamt bei meinen lausigen 50.000 Einkommensteuer einen solchen Aufstand macht, wenn Hannes sich mit mehr als 10 Millionen durchmauscheln kann. Ja, so ist das nun mal. Immerhin hat er sich strafbar gemacht. Strafbar? Was ist das denn schon? Er hat doch etliche Millionen aus dem Land geschafft, so wie ich ihn kenne. Ja, das wird er wohl. Sag mal, wie hoch ist eigentlich sein Privatkonto? Ja, man redet was von 15 Millionen, aber da kommt niemand ran. Seine Firma war eine GmbH und als Kapital hat er 100.000 Mark eingelegt. Du kennst das ja. Jetzt ist die GmbH in Konkurs gegangen. Hannes haftet nur mit den eingelegten 100.000 und kann sich mit seinen Millionen ein nettes Leben machen. Wenn er vor Gericht damit durchkommt. Ja. Wenn er damit durchkommt. Was machst du für ein Gesicht? War das Steak nicht gut? Oh ja, doch. Ich habe mir Gedanken gemacht. Worüber? Über uns. Gibt es da Gedanken, wie man sie machen kann? Ich finde es einfach schön mit uns. Du nicht? Doch. Das ist es nicht. Du bist mir manchmal ein Rätsel. Und das macht dir Sorgen, ja? Das macht mich unsicher. Es erinnert mich an Tanja. Als sie anfing, ihre eigenen Wege zu gehen, da ist es zu Ende gegangen mit uns beiden. Du bist fast genauso. Du gehst auch deine eigenen Wege. Und ich möchte eben ein Stückchen mit dir gehen. Das ist doch nicht schwer zu verstehen, finde ich. Dass ich kein Heimchen am Herd bin, hast du ja wohl hoffentlich früh genug gemerkt. Ja, natürlich. Du bist eine ziemlich selbstsichere Frau. Manche Männer mögen selbstsichere Frauen. Hannes zum Beispiel. Richtig, Hannes zum Beispiel. Findest du das richtig? Ich meine, der ist mein Freund. Ich finde, das hat nichts mit uns zu tun. Außerdem glaube ich nicht, dass du und Hannes dass ihr wirklich Freunde also seid. Also trotzdem finde ich... Du kannst mir jetzt eine Szene machen und die Tür hinter dir zuknallen. Das täte mir zwar leid, weil ich mich dann in dir getäuscht hätte, aber ich würde es bestimmt überleben. Hör zu, ich will ja gar du nicht, Du bist dass beleidigt, gib's doch zu. Eifersüchtig bist du. Du hast überlegt, ob du mich verprügeln sollst oder sonst was. Also, aber das ist ja nicht deine Art, du bist kein Kämpfer. Ja, ich weiß. Ich bin das Schaf und Hannes ist der Wolf, die Taube also und der Falke. Wenn etwas passiert, dann passiert es, weil ich es will. Verstehst du? Wenn ich was mit Hannes hatte, dann habe ich es auch gewollt. Und wenn du heute Nacht hier bleibst, dann nur, weil ich es will. Ich zwinge niemanden und will von niemandem gezwungen werden. So. Und jetzt brauche ich was zu trinken. Ach du, entschuldige. Ich habe mich wie ein Idiot benommen. Komm. Richtig. Dein Glück, dass ich Idioten mag. Fahren wir mal für eine Woche weg? Ja, du, das geht im Augenblick ganz schlecht. Ich musste mich zur Verfügung der Staatsanwaltschaft halten. Wegen Hannes?
Ja. Wo versteckt er sich eigentlich? Ich habe die Fahndungsmeldung in der Zeitung gelesen. Als herausgekommen ist, wie groß seine Schulden sind, ist doch ein Haftbefehl erlassen. Ja, da war er längst verschwunden. Wohin, das weiß ich auch nicht. Der macht sich bestimmt ein tolles Leben. Auf den Bahamas oder irgendwo, wo Sonne ist. Kunststück. Also wenn die Sache ausgestanden ist, dann fahren wir auch mal weg, ne? Machen wir. Wann kam Herr Kröger mit seinem Problem wegen der Umsatzsteuer zu Ihnen, Herr Benrath? Ich habe nachgesehen. Das war am 24. Mai. Ist das hier das Testat, das Sie ihm daraufhin gegeben haben? Ja, verstanden. Allerdings waren mir schon einige Tage darauf Zweifel gekommen, ob Herr Kröger mich richtig informiert hatte. Aus diesem Grunde habe ich auch das Testat dann zurückgezogen. 4 Monate später. Mein Büro ist überlastet. Ich gebe zu, ich habe nicht korrekt gehandelt, als ich Herrn Kröger nach Treu und Glauben das Testat gegeben habe, ohne in die Geschäftsbücher Einblick zu nehmen. Dass ich das Testat erst zurücknehmen konnte, als bereits Ermittlungen gegen Kröger liefen, das ist reiner Zufall. Sie sind nicht gewarnt worden. Gewarnt? Ja, wer hätte mich denn warnen sollen? Herr Kröger, vielleicht. Aber das ist doch unlogisch. Wenn ich Krögers Mitwisser gewesen wäre, warum hätte er mich dann warnen sollen? Damit ich straffrei ausgehe? Während er ins Gefängnis wandert? Wir haben Sie sowas schon mal gehört? Da haben Sie allerdings recht. Sie sollen gute Freunde sein, Kröger und Sie. Wer sagt das? Wir haben uns umgehört. Ich habe Krögers Firma von Anfang an betreut. Leider, wie ich jetzt wohl sagen muss. Und da kommt man sich menschlich schon einmal näher. Ja, aber von Freundschaft würde ich noch lange nicht sprechen. Sie sind beide Mitglied im Aero-Club, habe ich mir sagen lassen. Nennen Sie jeden, der mit Ihnen im Golfclub ist, Ihren Freund, Herr Staatsanwalt? Nein. Also, sehen Sie. Dieter, du? Ja, ich dachte, ich schaue mal vor. Entschuldigung, komme ich ungelegen? Also, im Augenblick ist es ein bisschen ungünstig. Ja, nächstens rufe ich vorher an. Entschuldigung. Lass ihn rein, Tanja. Alles? Ja. Komm rein. Ich hätte dich sowieso in den nächsten Tagen angerufen. Du hast dich die ganze Zeit hier... Ich meine... Du hast dich bei Tanja versteckt? Genial, was? Die Polizei hat die Grenzen gesperrt und überwacht die Flughäfen. Und ich sitze hier gemütlich im warmen Nest. Hannes, ich glaube... Ach so, ja. Ich habe Tanja damals etwas geholfen nach eurer Scheidung. Verstehst du? Ich weiß schon Bescheid. Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Dann ist ja gut. Ansonsten alles in Ordnung? Hat der Staatsanwalt dich in die Mangel genommen? Ja, er hat mich zweimal verhört. Mittlerweile glaubt er mir wohl, dass ich von nichts gewusst habe. Ja, dann ist ja alles bestens. Tja. Ja, vielen Dank übrigens für die Warnung damals. War doch selbstverständlich. Eine Hand wäscht die andere. Ich habe mir überlegt, dass es mir gar nichts nützt, wenn sie dich auch noch einlochen. Wir haben alle gedacht, dass du längst im Ausland bist mit deinen Millionen. Da will ich auch hin. Und dazu brauche ich dich. Deswegen wollte ich dich anrufen. Mich? Na, schließlich hast du einen Pilotenschein. Du kannst ja eine Maschine vom Club leihen. Verstehst du? Ich soll dich über die Grenze fliegen. Genau. 50.000 sind drin für dich, wenn alles klappt. Ich nehme kein Geld von dir. Benrath, was soll denn das? Ich kann doch nicht im Ausland landen. Es wird doch eine Untersuchung geben. Na, du brauchst du ja auch gar nicht, mein Alter. Pass auf. Ich habe mir das so gedacht. Du nimmst dir die C-130. Damit hast du die größte Reichweite von allen Maschinen, die wir im Club haben. Du sagst, dass du am Sonntagmorgen in aller Frühe losfliegen willst, sobald die Sonne aufgeht. Dann ist niemand auf dem Platz und es fällt auch keinem auf, wenn ich bei dir im Wagen mitkomme und in die Maschine steige. Dann fliegen wir über die Grenze und ich setze mich mit dem Fallschirm ab. Mit dem Fallschirm? Hast du vergessen, was ich bei der Bundeswehr gemacht habe? Sowas verlernt man nicht. Und hinter der Grenze warte ich dann mit dem Wagen auf ihn. Du brauchst also gar nicht zu landen. Und wenn sie dich irgendwo registriert haben, dann sagst du einfach, du hättest dich verflogen. Kommt ja häufiger vor. Ihr wollt also zusammen weg. Tanja und ich? Ja. Wir dachten, wir lassen uns irgendwo nieder, wo die Sonne scheint. Ich meine, dir macht es doch nichts mehr aus. Ihr seid doch geschieden, weil ihr nicht mehr miteinander...
Naja, du kannst uns ja mal besuchen, wenn wir uns niedergelassen haben. Zusammen mit Caroline. Tja, mit Caroline. Halte sie fest, Benrath. Sie ist wirklich ein Goldstück. Ich sag dir das als Freund. Ja, ja. Ich werde dran denken. Wann willst du anfahren? Es dauert noch eine Weile, bis Tanja hier ihre Sachen in Ordnung gebracht hat. In 1-2 Wochen, denke ich. Am besten, du buchst die Maschine für die ganzen Sonntage im nächsten Monat. Wenn du jedes Mal ein paar Runden fliegst, wirkt es unverdächtiger. Ja, ist gut. Ich werde mich darum kümmern. Sonst noch was? Ja, das Wichtigste. Du musst mir einen Fallschirm besorgen. Ich schreibe dir auf, welches Modell ich brauche und den Laden, wo du ihn bekommst. Ja, wie viel kostet denn so ein Fallschirm? Ach, ich gebe dir das Geld. Was hältst du davon, wenn wir zur Feier des Tages ein Fläschchen Sekt aufmachen? Tanja, bist du so lieb? Sofort. Charlie, mach mir noch einen Whisky sauer. Sofort, Herr Bernhard. Sag mal, du willst ja nicht einfach noch mit dem Wagen nach Hause fahren, oder? Natürlich will ich mit dem Wagen nach Hause fahren. Ja, lass dich aber nicht erwischen. Aber wenn schon. Ich habe in den letzten Tagen mehr mit Kripo-Leuten und Staatsanwälten zu tun gehabt, als du in deinem ganzen Leben. Immer noch wegen der Kröger-Sache? Natürlich. Wegen was denn sonst? Whisky sauer. Danke, Charlie. Zuerst haben sie versucht, mich mit reinzureißen, und jetzt glauben sie, dass ich weiß, wo Hannes sich versteckt hält. Und? Weißt du es? Natürlich. Ich habe ihn umgebracht und unter der Stadtbahn vergraben. So. Machst du deshalb jeden Sonntag deinen Hannes-Gedächtnisflug? Alles Gedächtnisflug. Es ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ja. Deswegen mache ich den Flug. Schade, dass Hannes weg ist. Weißt du, der hat die Sachen immer so gut mit dem Flugplatz und den Leuten aus der Siedlung hingekriegt. Naja, und einen neuen Vizepräsidenten für den Club müssen wir jetzt auch wählen. Aber was ist, Benrath? Hast du keine Lust? Oh, nee, ohne mich, mein Lieber. Ohne mich. Warum stellst du dich nicht zur Verfügung? Komm, du bist doch sowieso die meiste Zeit hier. Wann ziehst du eigentlich den Leuten die Zähne? In meiner Sprechstunde, Benrath. Du kannst ja mal vorbeikommen, wenn es dir wehtut. Ich werde darauf zurückkommen. Prost. Ganz bestimmt. So. Na, jetzt setze ich mich in meinen Wagen und fahre nach Hause. Ach du, Dieter, komm rein. Ich bringe den Springeranzug für Hannes. Hier, hat mir ganz viel eine Stange Geld gekostet. So, da sind die Stiefel drin. Ne? Und der Fallschirm? Ja, der musste erst bestellt werden. Der kommt aber morgen oder übermorgen. Ich gebe ihn Hannes dann im Flugzeug. Sag mal, ist er denn nicht da? Nein, er muss noch was regeln mit Freunden. Aha. Machst du mir einen Kaffee? Natürlich gern. Zucker und Milch, wie immer? Ja, wie immer, danke. Sag mal, hast du dir das alles genau überlegt? Was? Du willst wirklich mit ihm weg? Alles, was du dir hier aufgebaut hast, hinter dir lassen? Ich lasse nichts hinter dir. Die Boutique läuft weiter auf meinem Namen. Ich habe da ein zuverlässiges Mädchen, die wird Geschäftsführerin. Ich schaue da nur ein- oder zweimal im Jahr nach dem Rechten. Liebst du ihn? Hannes? Warum fragst ausgerechnet du mich das? Weil es mich interessiert. Ich glaube nicht, dass er dich liebt. Ich glaube überhaupt, dass er außer sich niemanden lieben kann. Du bist ziemlich gemein, weißt du das? Du glaubst also auch nicht, dass er dich liebt. Warum willst du denn mit ihm weg? Willst du mir Vorwürfe machen? Dir? Nein. Warum? Wir sind doch nicht verheiratet. Dann lass mich gefälligst meine Entscheidung allein treffen. Ich frag mich nur, was an Hannes so Besonderes ist. Man, da muss doch irgendwas sein, was auf Frauen wirkt. Langsam wirst du geschmacklos, Dieter. Ich schlage vor, du trinkst deinen Kaffee und gehst. Schon gut. Ich will mich nicht mehr streiten. Es hat mich nur interessiert. Hast du noch Brot? Ja, hier in der Tüte. Guck dir diesen Gierschlund an. Er hat eben den Trick raus. Wie man nicht die dicksten Brocken angelt. So, das war das Letzte. Gehen wir noch ein paar Schritte? Ja, gehen wir noch ein paar Schritte.
Wollen wir morgen ins Kino? Ich glaube nicht, dass ich morgen Zeit habe. Du glaubst? Ein Auftrag ist dazwischen gekommen. Ich soll eine Illustrierten-Serie schreiben. Die verlassenen Mütter. Alleinstehende Frauen mit Kind. Seit wann machst du denn soziale Themen? Seitdem man dafür mehr Geld bekommt. Die Sache wird sich ziemlich in die Länge ziehen. Ich werde für eine Zeit lang nach Hamburg gehen, für die Recherchen. Aha. Wann kommst du zurück? Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt zurückkomme. In Hamburg sind die großen Redaktionen. Und wenn ich Anschlussaufträge bekomme, dann... Du gehst wirklich nur wegen der Serie nach Hamburg? Warum denn sonst? Ja, natürlich. Das hätte ich beinahe vergessen. Du bist eine selbstständige Frau. Sag mal, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder was ist mit dir los? Dein Zynismus ist ja schon nicht mehr zu ertragen. Manchmal hilft eben nur noch Zynismus. Wann fährst du? Morgen früh. Am Sonntagmorgen? Na, hast du was dagegen? Nein. Dieser Auftrag hat wirklich nichts mit uns beiden zu tun, falls du das meinst. Ist es nicht vielleicht doch ein bisschen Mittel zum Zweck? Ich habe mich entschieden, nach Hamburg zu fahren. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, schon gut. Es geht also zu Ende mit uns beiden. Mein Gott, willst du Tränen zum Abschied? Nee, bloß nicht. Schon gut. Ja, was soll ich jetzt sagen? Wir werden gute Freunde bleiben oder schreib mir mal... Ach, sag, was du willst. Viel Glück in Hamburg. Meinst du das ehrlich? Ja, ehrlich. Und du machst dir nicht so viele Gedanken. Fährst du mich noch nach Hause? Ja, natürlich. Das Wetter sieht gut aus. Kaum Wolken. Der Wind steht auch günstig. Wer ist um die Zeit auf dem Platz? Keiner. An den letzten Sonntagen war jedenfalls keiner da. Fallschirm hast du gut versteckt. In meinem Schrank. Das ist blöd, dass die das Ding erst bestellen mussten. Es ging nicht anders. Schon gut. So, ja, ich gehe auf Tauchstation, wir sind gleich da. So, alles okay. Komm raus. Ach, verflucht, End da unten. Ist das der Schirm? Ja. Hier. Ist er richtig gefaltet? Der Verkäufer hat ihn gefaltet, ich war dabei. Eigentlich müsste ich ihn selber falten. Gut, dann leg das Ding doch auf der Landebahn aus und falte ihn. Schon gut. Das lernt jeder Springer in der ersten Stunde. Wenn der Schirm falsch gefaltet ist, kann der Luftdruck den Stoff zerreißen und man fällt runter wie ein Stein. Ja, auf alle Fälle fällst du runter, nicht? Ich habe jetzt keinen Sinn für Witzchen. Ja, dann steig endlich in die Maschine. Okay, das Ding sitzt wie eine Eins. Wie weit sind wir? Noch eine Viertelstunde bis zur Grenze. Hast du einen Treffpunkt mit Tanja ausgemacht? Ich zeig dir dann, wo ich runter will. Eine ziemlich große Weide, mitten im Wald. Wo wollt ihr beiden hin? Ich glaube, es ist besser, wenn du das nicht weißt. Warum ausgerechnet, Tanja? Sie mag mich. Und du? Was willst du hören? Vielleicht versuchst du es mal mit der Wahrheit. Warum nimmst du sie mit? Warum nicht Edith, Monika oder Astrid oder wie sie alle geheißen haben? Was ist denn, Alter? Tut's dir auf einmal leid, dass du dich hast scheiden lassen? Das hat damit nichts zu tun. Aber ich mag Tanja. Sie ist eine Frau, mit der ich leben kann. Deswegen nehme ich sie mit. Wo fliegst du denn lang? Nach den Eisenbahnschienen. Minuten, dann müssen wir da sein. Warte mal, da ist der Bauernhof. Dahinter kommen die Felder und da hinten fängt der Wald an. Tanja ist das alles abgefahren vor 3 Wochen. Hast du die Karte? Ja. Da geh mal mit dem Tempo runter. Ich werde es schon finden, keine Sorge. Hoffentlich haben die mich nicht auf dem Radarschirm.
Warum hast du mir nicht gesagt, dass da unten gleich in der Nähe ein Militärflughafen ist? Weil du da nicht geflogen wärst. Ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Du weißt doch, wie die reagieren, wenn man in ihrem Luftraum rumkurft. Doch, bist du ja nicht drin. Da. Da ist die Weide. Ja, ich flieg eine Schleife. Da steht Tanja mit dem Wagen. Ja, ich sehe sie auch. Wann willst du raus? Ich gebe dir ein Zeichen. Geh auf 7000 Fuß. Okay. Also dann, Alter. Mach's gut. Grüß Caroline. Caroline? Ja. Ja. Er war sofort tot. Der Schirm ist einfach nicht aufgegangen. Ich habe gedacht, jetzt muss doch der Schirm aufgehen. Aber er fiel und fiel immer weiter, wie ein Stein. In der Zeitung hat gestanden, dass die Reißleine nicht in Ordnung war. Deswegen ist der Reserveschirm auch nicht aufgegangen. Und ich habe ihm den Fallschirm gekauft. Er wollte es ja selber so. Es war ja sein Plan, die Sache mit dem Fallschirm. Ich habe ihm vorgeschlagen, er soll sich falsche Papiere beschaffen und damit über die Grenze. Aber er hatte sich diese abenteuerliche Sache mit dem Fallschirm in den Kopf gesetzt. Irgendwie hat es zu ihm gepasst. Auch wie er gestorben ist. Im ersten Augenblick habe ich gar nicht gewusst, was ich machen sollte. Hannes war tot. Und ich habe mir überlegt, dass die belgische Polizei bestimmt wissen will, was ich auf der Weide gemacht habe. Ihm habe ich ja nicht mehr helfen können. Es war ja alles vorbei. Alles aus. Du hast ihn liegen lassen? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Ich habe ihn liegen gelassen und bin weggefahren. Bis heute weiß niemand, wie er da hingekommen ist. Hast du die Zeitungen gelesen? Die vermuten die Mafia oder sonst wer hätte die Hände im Spiel. Mich hat niemand registriert, als ich über die Grenze geflogen bin. Dich hat keiner gesehen, als du auf ihn gewartet hast. Erst gegen Mittag haben sie ihn gefunden. Die ganze Sache kommt mir wie ein Albtraum vor. Sag mal, kann ich dir irgendwie helfen? Es geht schon. Ich kann mich ein bisschen um dich kümmern. Und du bist mir nicht böse? Wegen Hannes? Nein. Warum soll ich dir böse sein? Wir sind schließlich nicht verheiratet. Bernhard? Ich bin's. Caroline? Wo bist du? In Hamburg. Ich habe gelesen, was mit Hannes passiert ist. In der Zeitung. Ja. Hast du was damit zu tun? Was soll ich damit zu tun haben? Du hast ihn gehasst, nicht wahr? Du hast ihn gehasst, weil er dir deine Frau weggenommen hat, ja? Und weil ich mit ihm im Bett war. Caroline. Was hast du mit seinem Tod zu tun? Ja, ich habe ihn gehasst. Ich habe ihn von Anfang an nicht leiden können. Manchmal hätte ich ihn umbringen können. Nur in Gedanken? Du weißt doch. Ich bin nur die Taube. Der Falke war er. Aber auch Falken sterben. Dann und wann. Einfach so. Wie ein Stein. Vom Himmel runter auf eine belgische Weide. Plumps. Hannes, der Bruchpilot. Ja, typisch Hannes. Wie er da hingekommen ist, weiß man immer noch nicht. Nicht die Spur. Ich habe schon immer gesagt, dass der Hannes ein verrücktes Huhn war, aber was der so verrückt war... Der muss irgendjemanden gehabt haben, der ihn dahin geflogen hat. Von Deutschland aus. Vielleicht sogar von unserem Platz aus. Du vielleicht? Ich? Wie käme ich denn dazu? Aber du? Ja, du guckst doch jeden Sonntag mit der 130er rum. Wie käme denn ich dazu, den Hannes mitzunehmen, wo der mich mit seinen zwielichtigen Geschäften so schön reingeritten hat, jeden Tag zur Staatsanwaltschaft, Verhöre und so weiter? Nee. Ah ja, stimmt schon. Warum solltest du den Hannes mitnehmen? Fällt einfach vom Himmel. Das kann ganz schnell passieren. Mit so einem Fallschirm. Ich habe mir das mal erklären lassen.
Also, wenn da die Reißleine auch nur an einer Stelle nicht durch die richtige Öse gezogen ist, da geht der Schirm nicht auf. Deswegen kontrollieren die Springer auch vor jedem Sprung am Boden ihre Ausrüstung, machen den Schirm auf und prüfen die Reißleine, sehen den Reserveschirm nach. Ja, da wohl nicht aufgepasst, der gute Hannes. Ne? Ja, das ist alles ein Fehler. Warum hat er den Fallschirm nicht kontrolliert? Er hat doch sonst an alles gedacht. Guter Hannes, ich bin nicht schuld daran, dass er abgestürzt ist. Ich glaube... Ach so, ja, ja. Ich habe Tanja damals etwas geholfen nach eurer Scheidung. Verstehst du? Ich weiß schon Bescheid. Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Dann ist ja gut. Ansonsten alles in Ordnung? Hat der Staatsanwalt dich in die Mangel genommen? Ja, ja, er hat mich zweimal verhört. Mittlerweile glaubt er mir wohl, dass ich von nichts gewusst habe. Ja, dann ist ja alles bestens. Tja. Ja, vielen Dank übrigens für die Warnung damals. Ach, selbstverständlich. Eine Hand wäscht die andere. Ich habe mir überlegt, dass es mir gar nichts nützt, wenn sie dich auch noch einlochen. Wir haben alle gedacht, dass du längst im Ausland bist mit deinen Millionen. Da will ich auch hin. Und dazu brauche ich dich. Deswegen wollte ich dich anrufen. Mich? Na, schließlich hast du einen Pilotenschein. Du kannst dir eine Maschine vom Club leihen. Verstehst du? Ich soll dich über die Grenze fliegen. Genau. 50.000 sind drin für dich, wenn alles klappt. Ich nehme kein Geld von dir. Benrath, was soll denn das? Ich kann doch nicht im Ausland landen. Es wird eine Untersuchung geben. Du brauchst sie ja auch gar nicht, mein Alter. Pass auf. Ich habe mir das so gedacht. Du nimmst dir die C-130. Damit hast du die größte Reichweite von allen Maschinen, die wir im Club haben. Du sagst, dass du am Sonntagmorgen in aller Frühe losfliegen willst, sobald die Sonne aufgeht. Dann ist niemand auf dem Platz und es fällt auch keinem auf, wenn ich bei dir im Wagen mitkomme und in die Maschine steige. Dann fliegen wir über die Grenze und ich setze mich mit dem Fallschirm ab. Mit dem Fallschirm? Hast du vergessen, was ich bei der Bundeswehr gemacht habe? Sowas verlernt man nicht. Und hinter der Grenze warte ich dann mit dem Wagen auf ihn. Du brauchst also gar nicht zu landen. Und wenn sie dich irgendwo registriert haben, dann sagst du einfach, du hättest dich verflogen. Kommt ja häufiger vor. Ihr wollt also zusammen weg. Tanja und ich? Ja. Wir dachten, wir lassen uns irgendwo nieder, wo die Sonne scheint. Ich meine, dir macht es doch nichts mehr aus. Ihr seid doch geschieden, weil ihr nicht mehr miteinander... Naja, du kannst uns ja mal besuchen, wenn wir uns niedergelassen haben. Zusammen mit Caroline. Tja, mit Caroline. Halte sie fest, Benrath. Sie ist wirklich ein Goldstück. Ich sag dir das als Freund. Ja, ja. Ich werde dran denken. Wann willst du abfahren? Es dauert noch eine Weile, bis Tanja hier ihre Sachen in Ordnung gebracht hat. In ein, zwei Wochen, denke ich. Am besten, du buchst die Maschine für die ganzen Sonntage im nächsten Monat. Wenn du jedes Mal ein paar Runden fliegst, wirkt es unverdächtiger. Ja, ist gut. Ich werde mich darum kümmern. Sonst noch was? Ja, das Wichtigste. Du musst mir einen Fallschirm besorgen. Ich schreibe dir auf, welches Modell ich brauche und den Laden, wo du ihn bekommst. Ja, wie viel kostet denn so ein Fallschirm? Ach, ich gebe dir das Geld. Was hältst du davon, wenn wir zur Feier des Tages ein Fläschchen Sekt aufmachen? Tanja, bist du... Das macht mich unsicher. Es erinnert mich an Tanja. Als sie anfing, ihre eigenen Wege zu gehen, da... Es ist zu Ende gegangen mit uns beiden. Du bist fast genauso. Du gehst auch deine eigenen Wege. Und ich möchte eben ein Stückchen mit dir gehen. Das ist doch nicht schwer zu verstehen, finde ich. Dass ich kein Heimchen am Herd bin, hast du ja wohl hoffentlich früh genug gemerkt. Ja, ja, natürlich. Du bist eine ziemlich selbstsichere Frau. Manche Männer mögen selbstsichere Frauen. Hannes zum Beispiel. Richtig, Hannes zum Beispiel. Findest du das richtig? Ich meine, der ist mein Freund. Ich finde, das hat nichts mit uns zu tun. Außerdem glaube ich nicht, dass du und Hannes, dass ihr wirklich Freunde also seid. Also trotzdem finde Du kannst mir jetzt eine Szene machen und die Tür hinter dir zuknallen. Das täte mir zwar leid, weil ich mich dann in dir getäuscht hätte, aber ich würde es bestimmt überleben. Hör zu, ich will ja du gar nicht, dass... Du bist beleidigt, gib's doch zu. Eifersüchtig bist du.
Du hast überlegt, ob du mich verprügeln sollst oder sonst was. Aber das ist ja nicht deine Art. Du bist kein Kämpfer. Ja, ich weiß. Ich bin das Schaf und Hannes ist der Wolf, die Taube also und der Falke. Zu. Wenn etwas passiert, dann passiert es, weil ich es will. Verstehst du? Wenn ich was mit Hannes hatte, dann habe ich es auch gewollt. Und wenn du heute Nacht hier bleibst, dann nur, weil ich es will. Ich zwinge niemanden und will von niemandem gezwungen werden, so. Und jetzt brauche ich was zu trinken. Ach, du, entschuldige, ich habe mich wie ein Idiot benommen. Komm. Richtig. Dein Glück, dass ich Idioten mag. Fahren wir mal für eine Woche weg? Ja, du, das geht im Augenblick ganz schlecht. Ich muss mich zur Verfügung der Staatsanwaltschaft halten. Wegen Hannes? Ja. Wo versteckt er sich eigentlich? Ich habe die Fahndungsmeldung in der Zeitung gelesen. Als herausgekommen ist, wie groß seine Schulden sind, ist doch ein Haftbefehl erlassen. Ja, da war er längst verschwunden. Wohin, das weiß ich auch nicht. Der macht sich bestimmt ein tolles Leben. Auf den Bahamas oder irgendwo, wo Sonne ist. Kunststück. Also wenn die Sache ausgestanden ist, dann fahren wir auch mal weg, ne? Machen wir. Wann kam Herr Kröger mit seinem Problem wegen der Umsatzsteuer zu Ihnen, Herr Benrath? Ich habe nachgesehen. Das war am 24. Mai. Ist das hier das Testat, das Sie ihm daraufhin gegeben haben? Ja, Herr Staatsanwalt. Allerdings waren mir schon einige Tage darauf Zweifel gekommen, ob Herr Kröger mich richtig informiert hatte. Aus diesem Grunde habe ich auch das Testat dann zurückgezogen. 4 Monate später. Mein Büro ist überlastet. Ich gebe zu, ich habe nicht korrekt gehandelt, als ich... Zu, ich will ja gar nicht, dass... Du bist beleidigt, gib's doch zu. Eifersüchtig bist du. Du hast überlegt, ob du mich verprügeln sollst oder sonst was. Aber das ist ja nicht deine Art. Du bist kein Kämpfer. Ja, ich weiß. Ich bin das Schaf und Hannes ist der Wolf, die Taube also und der Falke. Zu. Wenn etwas passiert, dann passiert es, weil ich es will. Verstehst du? Wenn ich was mit Hannes hatte, dann habe ich es auch gewollt. Und wenn du heute Nacht hier bleibst, dann nur, weil ich es will. Ich zwinge niemanden und will von niemandem gezwungen werden, so. Und jetzt brauche ich was zu trinken. Ach du, entschuldige, ich habe mich wie ein Idiot benommen. Komm. Richtig. Dein Glück, dass ich Idioten mag. Fahren wir mal für eine Woche weg? Ja, du, das geht im Augenblick ganz schlecht. Ich muss mich zur Verfügung der Staatsanwaltschaft halten. Wegen Hannes? Ja. Wo versteckt er sich eigentlich? Ich habe die Fahndungsmeldung in der Zeitung gelesen. Als herausgekommen ist, wie groß seine Schulden sind, ist doch ein Haftbefehl erlassen. Ja, da war er längst verschwunden. Wohin, das weiß ich auch nicht. Der macht sich bestimmt ein tolles Leben. Auf den Bahamas oder irgendwo, wo Sonne ist. Kunststück. Also wenn die Sache ausgestanden ist, dann fahren wir auch mal weg, ne? Machen wir. Wann kam Herr Kröger mit seinem Problem wegen der Umsatzsteuer zu Ihnen, Herr Benrath? Ich habe nachgesehen. Das war am 24. Mai. Ist das hier das Testat, das Sie ihm daraufhin gegeben haben? Ja, Herr Staatsanwalt. Allerdings waren mir schon einige Tage darauf Zweifel gekommen, ob Herr Kröger mich richtig informiert hatte. Aus diesem Grunde habe ich auch das Testat dann zurückgezogen. 4 Monate später. Mein Büro ist überlastet. Ich gebe zu, ich habe nicht korrekt gehandelt, als ich Herrn Kröger nach Treu und Glauben das Testat gegeben habe, ohne in die Geschäftsbücher Einblick zu nehmen. Dass ich das Testat erst zurücknehmen konnte, als bereits Ermittlungen gegen Kröger liefen, das ist reiner Zufall. Sie sind nicht gewarnt worden. Gewarnt? Ja, wer hätte mich denn warnen sollen? Herr Kröger, vielleicht. Aber das ist doch unlogisch. Wenn ich Krögers Mitwisser gewesen wäre, warum hätte er mich dann warnen sollen? Damit ich straffrei ausgehe, während er ins Gefängnis wandert? Wie, haben Sie sowas schon mal gehört? Da haben Sie allerdings recht. Sie sollen gute Freunde sein, Kröger und Sie. Wer sagt das? Wir haben uns umgehört. Ich habe Krögers Firma von Anfang an betreut. Leider, wie ich jetzt wohl sagen muss. Und da kommt man sich menschlich schon einmal näher. Ja, aber von Freundschaft würde ich noch lange nicht sprechen. Sie sind beide Mitglied im Aero-Club, habe ich mir sagen lassen. Nennen Sie jeden, der mit Ihnen im Golfclub ist, Ihren Freund?
Wenn das kein Zufall ist. Herr Kröger. Sagen Sie Hannes zu mir. So alleine heute? Ist das verboten? Ich dachte... Was? Nichts. Dieter interessiert sich nicht besonders fürs Theater. Ah, da schlägt seine Beamtenmentalität wieder durch, was? Ich finde das gar nicht so schlimm. Wartet er auf Sie? Warum? Oh, wir könnten noch ein Gläschen zusammen trinken. Und wenn er nun auf mich wartet? Dann könnten wir trotzdem noch ein Gläschen trinken. Sie wissen anscheinend, was Sie wollen. Sie nicht? Viel Eis? Zwei Stückchen. Damit Sie mich nicht falsch verstehen. Bernhard ist mein Freund. Ich weiß. Ist ja alles in Ordnung. Cheers. Cheers. Man kann anscheinend mit Öl und Benzin eine ganze Menge verdienen. Wenn man sich anstrengt. Dann ist also an den Gerüchten nichts dran. An welchen Gerüchten? Dass Ihre Firma kurz vor dem Zusammenbruch steht. Wer behauptet das? Einige Leute. Da ist natürlich kein wahres Wort dran, aber wir sollten nicht vom Geschäft reden. Richtig. Dazu werden Sie mich kaum eingeladen haben. Sie sind eine recht selbstständige Frau, oder? Als Journalistin müssen Sie sich sicher durchsetzen können. Oder im richtigen Moment Leine ziehen. Man bekommt einen Riecher dafür, wenn es sich lohnt, an einer Sache dran zu bleiben. Ich habe eine Schwäche für selbstständige Frauen. Darf sie nicht sagen. Die spielen wohl gern. Nachlaufen, abschlagen. Katz und Maus. Haben Sie Lust auf eine Partie? Wenn du mir noch was zu trinken machst, kann ich es mir überlegen. Zwei Stückchen Eis? Kein Eis. Bernhard? War die Kripo schon bei dir? Hannes? Bist du das? Ob die Kripo schon bei dir war? Oder der Staatsanwalt oder sonst wer? Nein. Verdammt nochmal, was ist denn los? Haben sie dich doch erwischt? Verdacht auf Steuerhinterziehung. Gestern habe ich Konkurs angemeldet. Du hast was? Hab jetzt nicht groß rum. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wegen der Umsatzsteuersache und wegen der Mineralölsteuer. Außerdem Konkursvergehen, aber das betrifft dich nicht. Ja, ich hab dir ja immer gesagt, aber Herrgott nochmal, ich häng doch in der Umsatzsteuersache mit drin. Schon Sorgen gemacht, Herr Kröger. Bis jetzt bin ich ja immer wieder zurückgekommen, oder? Ja, aber ziemlich lang waren Sie doch weg. Bis Kleinstetten bin ich gekommen. Ich habe überlegt, weil da eine Gewitterfront lag, ob ich nach Braunschweig ausweichen soll. Aber dann bin ich lieber wieder zurückgeflogen. Ja, das hätte aber ins Auge gehen können. Ach was, alter Schwarzmaler. Sorgen Sie für die Maschine, Fritz? Ja, natürlich, Herr Kröger. Danke. Aber das ist doch so viel, Herr Kröger. Ach was, lassen Sie mal. Danke. Danke, Herr Kröger. Charlie, mach mir eine Bloody Mary. Also das macht mich immer glatte 20 Jahre jünger, sein ständig nur den Wolken. Wo bist du denn diesmal rumgegurkt? Nach Norden und dann immer geradeaus. Sag mal, soll Gewitter gewesen sein. Auf die Wetterfrösche höre ich sowieso nicht mehr. Seitdem die sich das Ding mit der Vorhersage vor 3 Monaten geleistet haben. Vielleicht fliege ich morgen. Das Wochenende fängt ja gerade erst an. Charlie, was ist denn? Ich glaube, ich habe was bestellt. Kommt gleich, Herr Kröger. Oh, guck dir den an. Wer ist das denn? Moment. Das sieht aus wie Elebracht. Klar, das ist Elebracht. So falsch kann nur Elebracht fliegen. Also, dass dem noch nichts passiert ist. Einmal passiert jedem was, früher oder später. Auch Elebracht. Scheiße. Ach, der liebe Himmel.
Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht. Haben Sie vielleicht einen Keilriemen dabei? Nein. Lassen Sie doch mal sehen. Verstehen Sie denn was davon? Ich habe einen Pannenkurs mitgemacht. Und? Ja, stimmt. Der Keilriemen. Tja, könnten Sie mich vielleicht abschleppen? Warten Sie mal. Entschuldigung. Verzeihung, was... Nylonstrümpfe. Haben Sie noch nichts davon gehört? Aber hören Sie, Sie können mir doch nicht einfach Ihre Strümpfe... Ach, das ist doch ganz selbstverständlich. Außerdem will ich jetzt wissen, ob das wirklich funktioniert mit den Strümpfen. Ja. Und jetzt? Na, Sie müssen den Strumpf auf die Länge des Keilriemens zusammenknoten. Mhm. Augenblick. Tanja. Sie mag mich. Und du? Was willst du hören? Vielleicht versuchst du es mal mit der Wahrheit. Warum nimmst du sie mit? Warum nicht Edith, Monika oder Astrid oder wie sie alle geheißen haben? Was ist denn, Alter? Tut's dir auf einmal leid, dass du dich hast scheiden lassen? Das hat damit nichts zu tun. Aber ich mag Tanja. Sie ist eine Frau, mit der ich leben kann. Deswegen nehme ich sie mit. Wo fliegst du denn lang? Nach den Eisenbahnschienen. Minuten, dann müssen wir da sein. Warte mal, da ist der Bauernhof. Dahinter kommen die Felder und da hinten fängt der Wald an. Tanja ist das alles abgefahren vor 3 Wochen. Hast du die Karte? Ja. Da geh mal mit dem Tempo runter. Ich werde es schon finden, keine Sorge. Hoffentlich haben die mich nicht auf dem Radarschirm. Warum hast du mir nicht gesagt, dass da unten gleich in der Nähe ein Militärflughafen ist? Weil du da nicht geflogen wärst. Ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Du weißt doch, wie die reagieren, wenn man in ihrem Luftraum rumkurft. Doch, bist du ja nicht drin. Da. Da ist die Weide. Ja, ich flieg eine Schleife. Da steht Tanja mit dem Wagen. Ja, ich sehe sie auch. Wann willst du raus? Ich geb dir ein Zeichen. Geh auf 7000 Fuß. Okay. Also dann, Alter. Mach's gut. Grüß Caroline. Caroline? Ja. Ja. Er war sofort tot. Der Schirm ist einfach nicht aufgegangen. Ich hab gedacht, jetzt muss doch der Schirm aufgehen. Aber er fiel und fiel immer weiter, wie ein Stein. In der Zeitung hat gestanden, dass die Reißleine nicht in Ordnung war. Deswegen ist der Reserveschirm noch nie aufgegangen. Und ich habe ihm den Fallschirm gekauft. Er wollte es ja selber so. Es war ja sein Plan, die Sache mit dem Fallschirm. Ich habe ihm vorgeschlagen, er soll sich falsche Papiere beschaffen und damit über die Grenze. Aber er hatte sich diese abenteuerliche Sache mit dem Fallschirm in den Kopf gesetzt. Irgendwie hat es zu ihm gepasst. Auch wie er gestorben ist. Im ersten Augenblick habe ich gar nicht gewusst, was ich machen sollte. Hannes war tot. Und ich habe mir überlegt, dass die belgische Polizei bestimmt wissen will, was ich auf der Weide gemacht habe. Ihm habe ich ja nicht mehr helfen können. Es war ja alles vorbei. Alles aus. Du hast ihn liegen lassen? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Ein Liebesroman. Für die Zeitung. Ich bin Journalistin. Doch nicht etwa bei unserem stocklangweiligen Tageblatt. Ich bin frei. Freier Journalist heißt das. Und Sie? Öl. Sind Sie ein Scheich? Mir gehören ein paar freie Tankstellen. Interessant. Wenn ich mal Benzin brauche, werde ich darauf zurückkommen. Hallo. Oh, hallo Dieter. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ja, ich finde das zu spät. Kommst du? Ja, natürlich. Guten Flug. Danke. Warum bist du noch nicht verheiratet? Sollte ich denn? Das ist eine attraktive Frau. Soll ich mich deswegen von einem Mann einfangen lassen? Also ich weiß nicht, ob einfangen das richtige Wort dafür ist. Oh, ich finde schon. Jedenfalls bin ich bis jetzt auch ohne Ehering ganz gut zurechtgekommen. Und was haben deine Freunde dazu gesagt? Ich meine, ich bin doch nicht der Erste, der dich danach fragt. Nein, der Erste bist du nicht. Und?
Wir haben uns immer arrangiert. Und es ist auch immer eine schöne Zeit gewesen. Ah, sowas wie Urlaub. Ach, du bist verrückt. Warum zerbrichst du dir den Kopf? Weil ich dich mag. Ich hab dich auch gern. Aber ich zerbreche mir nicht den Kopf darüber. Warum müsst ihr Männer euch immer Gedanken machen? Als ich dich da mit Hannes gesehen hab, ich weiß nicht. Ich habe kein Recht, eifersüchtig zu sein. Nein, das hast du wirklich nicht. Ich bin schließlich erwachsen. Kennt ihr euch schon lange, Hannes und du? Ich bin sein Steuerberater. Ja, das weiß ich. Wir kennen uns seit, ich glaube, seit 7 Jahren. Er ist zu mir gekommen, als er seine Firma aufgemacht hat. Freunde sind wir wohl nicht. Eher Kumpel. Magst du ihn nicht besonders? Sei vorsichtig bei ihm. Er benutzt Frauen und wirft sie dann weg. Warum sagst du das? Ich weiß es. Ich habe es ihm niemals gesagt, dass ich ihn und Tanja, meine Frau, damals gesehen habe. Du hast ihn, weil er dir deine Frau weggenommen hat. Nein, das ist so einfach ist es nicht. Zwischen Tanja und mir, da war es damals schon lange aus. Aber das ist mir jetzt richtig klar geworden, als ich die beiden gesehen habe. Es hat nur ein paar Wochen gedauert, dann war alles vorbei zwischen den beiden. Was hältst du von Hannes? Dieter? Du? Ja, ich dachte, ich schau mal vorbei. Stört dich? Nein, komm rein. Gut siehst du aus. Ja, ich lasse es jetzt ein bisschen ruhiger angehen mit der Arbeit. Das hättest du dir vielleicht früher überlegen sollen. Ich glaube, das hätte nichts geändert. Fangen wir schon wieder an zu streiten, ja? Jetzt sage ich nein und du ja und ich halt den Mund und du hast mir überhaupt nichts vorzuschreiben und naja, dann sind wir wieder mittendrin. Ne? Du hast nichts vergessen. Ja, das hat ja auch 3 Jahre lang gedauert, ne? Jetzt übertreibst du aber. Jetzt fange ich schon wieder an. Magst du einen Kaffee? Nein, danke du. Ich wollte nur mal fragen, wie es dir geht. Gut. Immer noch die Boutique, habe ich gesehen. Ja, immer noch. Im Augenblick machen wir die Herbstkollektion. Ausstellungen, Modeschauen besuchen und so weiter. Tja, und sonst? Auch gut. Gibt's jemanden? Oder bin ich indiskret? Wir sind ja schließlich nicht verheiratet. Ich habe ein paar nette Freunde. Ein paar gleich? Ja, ein paar. Einige. 2, um genau zu sein. Und ich bin glücklich. Ja, natürlich weiß der eine nichts vom anderen. Natürlich. Ja. Ich weiß doch, wie leicht Männerstolz in die Brüche geht. Du bist immer noch allein? Bis jetzt, ja. Du solltest dich nicht so vergraben, Dieter. Du kannst wirklich ein ganz lieber Kerl sein, wenn dich nur ein bisschen anstrengst. Ich möchte mich aber nicht anstrengen. Immer noch der gleiche Dickkopf. Na komm, zieh nicht so ein Gesicht. Ich stelle mir das schrecklich trocken und nüchtern vor. Steuerberater und alles, was mit dem Finanzamt zusammenhängt. Ja, es hat was von einem Betrüger an sich. Wenn man dies und jenes auf dem einen Konto gut schreibt, von dem anderen abzieht und hinterher ein dickes Minus unterm Strich hat, während im Tresor die Geldscheine sich nur so stapeln. Ach, jetzt übertreiben Sie aber. Naja, natürlich. Sicherlich übertreiben. Konjunkturen darf ich mir gar nicht erlauben. Ich muss mich nur in die Mentalität des Finanzbeamten hineinversetzen und mir überlegen, wie kriege ich ihn dahin, dass er mir die ganze Geschichte glaubt. Dann können Sie sicher gut mit Menschen umgehen. Oh, wie man es nimmt. Meine Ex-Frau meinte ich jetzt nicht gekonnt. Sie waren schon mal verheiratet? Einmal, ja. 5 Jahre lang. Ich weiß nicht, was war schon? Ja, der musste erst bestellt werden. Er kommt aber morgen oder übermorgen. Ich gebe ihn Hannes dann im Flugzeug. Sag mal, ist er denn nicht da? Nein, er muss noch was regeln mit Freunden. Aha.
Machst du einen Kaffee? Natürlich gern. Zucker und Milch, wie immer? Ja, wie immer, danke. Sag mal, hast du dir das alles genau überlegt? Was? Du willst wirklich mit ihm weg? Alles, was du dir hier aufgebaut hast, hinter dir lassen? Ich lasse nichts hinter dir. Die Boutique läuft weiter auf meinem Namen. Ich habe da ein zuverlässiges Mädchen, die wird Geschäftsführerin. Ich schaue da nur ein oder zweimal im Jahr nach dem Rechten. Liebst du ihn? Hannes? Warum fragst ausgerechnet du mich das? Es mich interessiert. Ich glaube nicht, dass er dich liebt. Ich glaube überhaupt, dass er außer sich niemanden lieben kann. Du bist ziemlich gemein, weißt du das? Du glaubst also auch nicht, dass er dich liebt. Warum willst du denn mit ihm weg? Willst du mir Vorwürfe machen? Dir? Nein, nein. Warum? Wir sind doch nicht verheiratet. Dann lass mich gefälligst meine Entscheidung allein treffen. Ich frag mich nur, was an Hannes so Besonderes ist. Da muss doch irgendwas sein, was auf Frauen wirkt. Langsam wirst du geschmacklos, Dieter. Ich schlage vor, du trinkst deinen Kaffee und gehst. Schon gut, schon gut. Ich will mich nicht mehr streiten. Es hat mich nur interessiert. Hast du noch Brot? Ja, hier in der Tüte. Guck dir diesen Gierschlund an. Er hat eben den Trick raus. Wie man nicht die dicksten Brocken angelt. So, das war das Letzte. Gehen wir noch ein paar Schritte? Ja, gehen wir noch ein paar Schritte. Wollen wir morgen ins Kino? Ich glaube nicht, dass ich morgen Zeit habe. Du glaubst? Ein Auftrag ist dazwischen gekommen. Ich soll eine Illustriertenserie schreiben. Die verlassenen Mütter. Alleinstehende Frauen mit Kind. Das, seit wann machst du denn soziale Themen? Seitdem man dafür mehr Geld bekommt. Die Sache wird sich ziemlich in die Länge ziehen. Ich werde für eine Zeit lang nach Hamburg gehen, für die Recherchen. Aha. Wann kommst du zurück? Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt zurückkomme. In Hamburg sind die großen Redaktionen. Und wenn ich Anschlussaufträge bekomme, dann... Du gehst wirklich nur wegen der Serie nach Hamburg? Warum denn sonst? Ja, ja natürlich. Das hätte ich beinahe vergessen. Du bist eine selbstständige Frau. Sag mal, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder was ist mit dir los? Dein Zynismus ist ja schon nicht mehr zu ertragen. Manchmal hilft eben nur noch Zynismus. Wann fährst du? Morgen früh. Am Sonntagmorgen? Na, hast du was dagegen? Dieser Auftrag hat wirklich nichts mit uns beiden. Ich wollte gegen 4 Uhr kommen. Also, Sie wollen fliegen? Ja. Gefällt es Ihnen? Über den Wolken? Ihnen doch sicher auch. Natürlich. Wir können auch mal zusammen fliegen, wenn Sie Lust haben. Ich werde darauf zurückkommen, wenn ich Lust habe. Womit haben Sie sich Ihren schicken Wagen verdient? Mit meiner Händearbeit. So? Ich schreibe. Liebesromane. Für die Zeitung. Ich bin Journalistin. Doch nicht etwa bei unserem stocklangweiligen Tageblatt. Ich bin frei. Freier Journalist heißt das. Und Sie? Öl. Öl? Sind Sie ein Scheich? Mir gehören ein paar freie Tankstellen. Interessant. Wenn ich mal Benzin brauche, werde ich darauf zurückkommen. Hallo. Oh, hallo Dieter. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ja, ich bin etwas zu spät. Kommst du? Ja, natürlich. Guten Flug. Danke. Warum bist du noch nicht verheiratet? Sollte ich denn? Das ist eine attraktive Frau. Soll ich mich deswegen von einem Mann einfangen lassen? Also ich weiß nicht, ob einfangen das richtige Wort dafür ist. Oh, ich finde schon. Jedenfalls bin ich bis jetzt auch ohne Ehering ganz gut zurechtgekommen. Und was haben deine Freunde dazu gesagt? Ich meine... Ich bin doch nicht der Erste, der dich danach fragt. Nein, der Erste bist du nicht. Und? Wir haben uns immer arrangiert. Und es ist auch immer eine schöne Zeit gewesen. Ah, sowas wie Urlaub. Ach, du bist verrückt. Warum zerbrichst du dir den Kopf? Weil ich dich mag. Ich hab dich auch gern. Aber ich zerbreche mir nicht den Kopf darüber. Warum müsst ihr Männer euch immer Gedanken machen? Als ich dich da mit Hannes gesehen habe. Ich weiß nicht. Ich habe kein Recht, eifersüchtig zu sein. Nein, das hast du wirklich nicht. Ich bin schließlich erwachsen.
Kennt ihr euch schon lange, Hannes und du? Ich bin sein Steuerberater. Ja, das weiß ich. Wir kennen uns seit, ich glaube, seit 7 Jahren. Er ist zu mir gekommen, als er seine Firma aufgemacht hat. Freunde sind wir wohl nicht. Eher Kumpel. Magst du ihn nicht besonders? Sei vorsichtig bei ihm. Er benutzt Frauen und wirft sie dann weg. Warum sagst du das? Ich weiß es. Ich habe es ihm niemals gesagt, dass ich ihn und Tanja, meine Frau, damals gesehen habe. Du hast ihn, weil er dir deine Frau weggenommen hat. Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht. Haben Sie vielleicht einen Keilriemen dabei? Nein. Lassen Sie doch mal sehen. Verstehen Sie denn was davon? Ich habe einen Pannenkurs mitgemacht. Und? Ja, stimmt. Der Keilriemen. Ja, könnten Sie mich vielleicht abschleppen? Warten Sie mal. Entschuldigung. Verzeihung, was... Nylonstrümpfe. Haben Sie noch nichts davon gehört? Aber hören Sie, Sie können mir doch nicht einfach Ihre Strümpfe... Das ist doch selbstverständlich. Außerdem will ich jetzt wissen, ob das wirklich funktioniert mit den Strümpfen. Ja. Und jetzt? Ja, Sie müssen den Strumpf auf die Länge des Keilriemens zusammenknoten. Mhm. Augenblick. So. Ja. So? Mhm. Ja, so müsste es ja nicht gehen. Sie haben sich ja die richtige Gegend für Ihre Panne ausgesucht. Wenn ich nicht vorbeigekommen wäre, stünden Sie morgen noch da. Das ist eine Abkürzung. Ich habe mich dran gewöhnt, durch den Wald zum Flugplatz zu fahren. Ach, dem Sportflugplatz da hinten? 3 Kilometer weiter? Ja, ja. Genau der. Sie fliegen? Ja, ja, hin und wieder. Haben Sie eine eigene Maschine? Viel zu teuer. Nein, nein, der Club, der Aero-Club hat ein paar Maschinen. Die kann man leihen. So. Ja. Mal sehen, ob es funktioniert. Tatsächlich, es funktioniert. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll, gnädige Frau. Fräulein Balsen. Und gnädige Frau schon gar nicht. Ja, also, Fräulein Balsen. Fliegen Sie mal mit mir? Fliegen? Ja, fliegen. Ja, also gut. Fliegen wir. Übrigens, die Sache, die ich damals mit Gernwald vom Stadtrat eingefädelt habe, ist glatt über die Bühne gegangen. Wir können das Gelände für weitere 30 Jahre pachten. Und die Umgehungsstraße wird woanders gebaut. Ja, das ist ja prima. Aber da waren wieder mal ein paar Beschwerden von den Leuten aus der Siedlung. Ja, wegen dem Lärm am Wochenende. Ah, ich muss mal mit denen reden. Haben die vielleicht schon eine Bürgerinitiative oder sowas Ähnliches gegründet? Nee, nee, dazu sind die sich doch zu fein. Wenn wir wieder mal einen Tag der offenen Tür machen, können sie alle umsonst fliegen. Ja. Da wird ihnen das Nörgeln schon vergehen. Guck dir das mal an. Was? Benra, da draußen. Hey, nanu, die Dame ist doch gar keine von uns.